Heute soll es um die Strahlensätze gehen. Ein beliebtes Thema und auch ich hatte damals in der Schule einige Schwierigkeiten damit, aber eigentlich sind sie total einfach. Also schauen wir uns das einfach mal an. Bei den Strahlensätzen ist es immer so, dass man zwei sich kreuzende Geraden hat. Ich nenne jetzt einfach mal G und H, aber eigentlich braucht man die Bezeichnung nicht. Und zwei parallele Geraden, die diese Geraden wiederum kreuzen. Also zwei weitere Geraden, die aber parallel verlaufen, also diese hier läuft parallel zu dieser hier, das ist ganz wichtig, sonst funktionieren die ganzen Sätze nicht. Und dann entstehen hier vier Schnittpunkte, also hier, den nenne ich jetzt mal A, hier oben A', also es geht dann um diese Punkte hier, den hier nenne ich B und den hier B'. Also wir haben zwei Geraden, die sich schneiden. Und zwei weitere Geraden, die diese Geraden schneiden, aber parallel zueinander laufen. So, und dann sagt der erste Strahlensatz, dass, also der bezieht sich jetzt nur auf diese Geraden, die sich hier schneiden, also hat mit diesen parallelen Geraden erstmal nichts zu tun. Und der sagt, dass die Strecke hier sich zu dieser langen Strecke verhält, wie diese Strecke zu dieser langen Strecke. Also wenn wir das jetzt mal in Buchstaben ausdrücken, den Scheitelpunkt hier nennen wir jetzt einfach mal S. Das ist der Punkt, der Ausgangspunkt hier. Und dann sagt dieser erste Strahlensatz, dass die Strecke von S nach A, also dieses kleine Stück hier, das wird ja so geschrieben, also eine Strecke S und A und so ein Strich drüber, das ist die Strecke von S nach A, die verhält sich zu der langen Strecke, also von S nach A', S nach A', wie, jetzt kriegen wir noch ein Verhältnis, die Strecke von S nach B, also wichtig ist, dass es jetzt hier auch zuerst die kurze Strecke ist, also wenn wir sagen, diese kurze Strecke verhält sich zu der langen, wie diese kurze Strecke zu dieser langen Strecke, also S nach B'. Das ist schon der erste Strahlensatz. Nichts anderes als die kurze Strecke verhält sich zu der langen Strecke, wie diese kurze Strecke zu dieser langen Strecke. Der zweite Strahlensatz, der bezieht dann auch diese parallelen Geraden mit ein. Und den markiere ich mal mit grün. Der sagt, die eine Strecke hier, die von den Geraden eingeschlossen ist, verhält sich zu dieser eingeschlossenen Strecke wie, und jetzt muss man sich nur eine Gerade schnappen, wie diese kurze hier sich zu dieser langen verhält. Also schreiben wir das auch mal nochmal auf. Also diese Strecke hier von A nach B verhält sich zu dieser zweiten parallelen Strecke von A' nach B'. Gut, ich sollte noch Streckenbezeichnungen drüber setzen. Und das ist das gleiche Verhältnis wie, jetzt muss man gucken, also man hat hier oben ja A nach B, dann muss man auch zuerst die kurze Strecke hier bezeichnen. Also das verhält sich wie SB, also diese kurze Strecke hier vorne, zu der langen Strecke von S nach B'. So, jetzt habe ich aber einfach nur hier unten diese gewählt. Das gleiche gilt natürlich auch für hier oben die. Also diese von A nach B verhält sich zu dieser von A' nach B', wie auch hier oben diese kurze Strecke von S nach A zu S nach A' verhält.